Ich bin der Larry und ich habe hier vier ganz fiese Gestalten für euch mitgemacht. Dann ist A zu meiner rechten Doc Mahoney, die fieseste Gestalt von allen. Und des Weiteren. Guten Tag, Larry, mein Freund, mein allerbester du. Ja. Ich hab dich, ja, du weißt schon. Ah. Schon mal. Ja? Ja, ja, weißt du noch? Was damals? Was stellen wir unsere Kollegen heute vor? Ja, ich als Dr. Mahoney habe was ganz Tolles mitgebracht. Außer deinen dicken Titten auch noch was mitgebracht, ja? Ja, ja, ein paar Lockenstäbe für deine Frisur, mein Freund. Was noch? Was noch? Und des Weiteren natürlich was ganz Tolles. Das war was und richtig so, Geiles, oder? Ja, was absolut. Was ist das? Spielzeug? Abgefahrenes. Das ist nicht direkt Spielzeug, sondern das ist eigentlich was. Das ist ein Puzzle. Das ein Human Anatomy 4D Puzzle. Genau. Aber in Englisch sagt man ja. Puzzle. 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 Wieso 4D Puzzles? Boah, juckt. Mal gucken hier, ne? Ah, hier steht's. 4D-Puzzle, 3D plus Details. Vierte Dimension, Mahoney, sind sozusagen die Details. Apropos Details, gucken wir uns mal die drei Modelle, die wir anbieten können, ein bisschen genauer an. Was haben wir? Was ist das? Kopf. Das ist einmal der menschliche Kopf. Eine ausgepackte Version. Schöner Kopf. Und schon alles schön zusammengebaut. Wie sagt man, ein Sprung in der Schüssel? Auf die einzelnen Titten? Details im Gehirn kommen wir dann später zu besprechen. Sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir noch hier im Repertoire bei Marino TV live und direkt in dem kleinen Flashplayer rechts oben auf der Webseite. Oh, oh, ein Körper. Ja, da. Gefüllt mit Innereien, Leber, Schnitzel, Dings, diese Darm, Dickdarm, Dünndarm. Sicher, sicher. Alles dabei, im Paket. Und Nummer 3. Oh, juckt. Das Herz. Ohne Herz. Kein Herzschmerz. Das Herz am rechten Fleck. Ja, richtig. So, Doc Mahoney, da würde ich sagen, wollen wir unseren Zuschauern mal ein bisschen was zeigen. Zeigen wir dir mal, was das für ein Spaß ist. Weil das ist ja nicht nur Spielzeug, das ist auch Lernen und Spielen in vier Dimensionen. Und bestens geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Wegen dem Kleinteil, ja, damit die sie auch nicht verschlucken. Richtig. Um was über den menschlichen Körper den Kindern beizubringen, ist das eigentlich optimal geeignet. Kinder können puzzeln und was über den menschlichen Körper in Erfahrung bringen, lernen. Toaster auch. Ja, erstmal nur die drei richtigen. Ja, sicher, das. Weißt schon. Kopf, Herz, Körper. Richtig. Wir fangen mal mit der Birne an, also dem Kopf. Das könnte auch der Mirko sein. Stimmt. Es ist natürlich ein ganz, ganz schicker Kopf. Und haben wir schon mal zusammengebaut, dieses 4D-Puzzle, nach stundenlanger, mühevoller Handarbeit haben wir es dann endlich geschafft, dass es mal soweit ist. Und jetzt bauen wir das Ganze auseinander und erklären da die einzelnen Bestandteile des menschlichen. Kann ich mal so schön mit der Faust mal aufkloppen oder was? Nein, die einzelnen Funktionen des menschlichen Kopfes. Okay. In der Form, hier oben haben wir natürlich was, Larry? Die Schädeldecke. Ja, ja, weißt du noch? Was ist das? Das ist das Hirn. Das Hirn. Was mir auffällt, ist auch, ne, für den Mann mit ein bisschen mehr Budget, mehr Geld im Portemonnaie, ist das auch ein Afrainer Aschenbecher, Schnack. Nicht schlecht. Hier sehen wir natürlich mal ganz, ganz schön. Ah, dann ist der aus dem Alien-Film, der kleine, der immer so ankommt. Und dann. Schackbeck! Der Facehugger! Ja, ja, der Parasit. Hallo, ich bin der Larry. Da kann ich sozusagen, wenn ich mal so eine lustige Runde mit den Kindern Weihnachtsbaum beeindrucken will, meine Zunge von hinten. Ist der Schädel. Hab ich ihm sozusagen die Fresse aus dem Gesicht gehauen. Du bist nicht mehr der Larry, du bist der Harry. Oha!
Aus wie vielen Teilen steht das denn? Das ist ja der Hammer. Ja, natürlich. Dann mach du mal weiter hier zu schnetzeln und ich gucke mal, ob wir ein bisschen das ist ein zigteiliges, mehrteiliges 4D-Puzzle, bestens geeignet. Da steht's! 39 Steine hat das Puzzle, 39 Steine. Aus 39 Steinen besteht das tolle Puzzle. Ich habe 3 Tage und 28 Nächte damit verbracht, bis ich es dann zusammen hat. Und nachdem ich es jetzt... Was hat er deine Alte gemacht? Sehen wir nichts. Morgen kommt unser Praktikant da, wie heißt er da, Russ? Der Viktor. Der Viktor, und dann hat, soll er die... Da kommt er nicht früher raus aus der Firma, wie wenn er die Scheiße zusammengebaut hat. Richtig. Und das ist Fakt. Okay. Das ist Fakt. Okay. So. Was haben wir noch? Wir haben so das... Ah, oh, das Herz. Das ist was Schönes. Das ist so eine Art... Wenn Sie vielleicht kennen, den Knight Rider im Auto, der auch in, wie heißt das, Baywatch rumläuft. Der hat in seinem Auto so einen Knopf, da wo man drückt und dann Kit Stealth Mode. Und dann fährt überall alles aus. Ne? Und dann ist das Auto richtig schnell und dann erinnert mich das ein bisschen. Wird alles gut, Larry. Alles wird gut, mein Freund. Alles gut. Jetzt haben wir noch als Schluss im Sortiment den menschlichen Körper und den kann man natürlich auch zerlegen in seine Einzelteile und den studieren, wenn man möchte, wenn man irgendwann Medizin studieren möchte. Und ist schon da die ganze Innereien rausgefallen? Ja, das ist jetzt zum Beispiel... Lunge, der Anus. Was ist denn das? Das ist ein Senfdispenser. Nein, das ist der Brustkorb. Der Brustkorb, richtig. Das könnte auch der Mirko sein. Stimmt. Das ist genau so ein kahler Kürbis wie der Mirko. Das sind dann die Lungenflügel. Richtig. Und liebe Zuschauer, bis ins kleinste Detail lässt sich auch diese dritte 4D-Puzzle zerlegen. Genau. Und im Idealfall auch wieder zusammensetzen. Richtig. Richtig. Ja. Schöne Geschenke-Idee. Fordert den Geist, bildet, ist schick, ist wirklich schick. Was für jung und alt? Ist wirklich schick. Ja, ist total schick. Ist auch wirklich schick. Kommt in einer schönen Verpackung. Können wir ihm wärmstens empfehlen. Ist auch der letzte Schrei. Mein Herz! Der letzte Schrei, sozusagen. Ja. So verarschend, der war auch hier. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal runter an der Grillecke, Ost, ne? Und ziehen uns ein paar Bierchen in die Kiemen. Ja, das ist mal endlich mal eine gute Idee, die aus deinem blöden Hundehirn mal rausgeht. Boah, juckt. Und noch mehr so Kuriositäten gibt's im Lifestyle-Bereich auf Matillo TV.